hier raus. Ist das nicht cool? So, okay, jetzt ist das Teil runter, jetzt kann ich auch rüberklettern. So. Ups. Da sieht man so aus, ob man da reingehen könnte. Scheint auch so zu sein, aber hier liegt gar nichts. Aber vielleicht kann ich hier weiter rein. Nö. Okay, das war jetzt eine ziemlich blöde Aktion. Das habe ich gerade gemerkt, was sie nicht zurück kann. Also, sie konnte gerade nicht zurück. Zu doof dafür. Okay. Wie viel Leben habe ich? Keine Ahnung, werde ich gleich erfahren. Okay. Auf jeden Fall nicht voll. So, jetzt aber. Jetzt muss ich auch den Weg nehmen. So, kann ich auch mal eine Fackel machen. Na klasse. Aber ich dachte, jetzt kommt so ein langer Weg. Oh Gott. Klasse. Boah, Junge, du Arsch. Ich check mich nicht so. Ja komm, schlag mich doch noch mehr. Fotze. Echt? Was ist denn das? Kann ich hier jetzt schon rein? Nee. Ah, jetzt glaube ich, muss ich das Ticket holen. Nein. Ah, Gott. Jetzt kommt so ein Ticket auf den Boden. Warum auch immer legen die das auf den Boden. So, was habe ich denn jetzt alles? Solomos Schlüssel 2 nennt ihn jetzt mal. Ticket. Okay. Jetzt muss ich in... Moment, in... Was ist da? Nee, da geht's runter. Nee, ich muss in den anderen Baum. Jetzt habe ich ja schon beide Schlüssel. Das ist gut. Ja. Wie viele Secrets habe ich jetzt? 2 erst. Gott. Hoffentlich habe ich jetzt gar keinen vergessen. Also ich kann mich jetzt an gar keinen erinnern. Also müsste es wohl richtig sein. Aber irgendwie bin ich hier doch falsch. Ich glaube, man muss erst... Mann. Scheiße. Das habe ich natürlich nicht gespeichert. Egal, speichere ich mal hier. Nee, nee. Aber das Ticket kann ich ja sowieso schon reintun, also... So falsch bin ich jetzt noch nicht. Die nervigsten Gegner. Okay, eigentlich sind die nervigsten Gegner Vögel, Geier und Raben und so. Diese Teile. Okay, ich muss das Ticket nicht reinschieben. Also jetzt bin ich komplett durcheinander. Ich musste das Ticket nicht reinschieben. Kann hier rein. Und das heißt, was ich hier machen kann, ist gar nichts. Also irgendwie bin ich hier komplett falsch. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wo es lang geht. Also da muss noch irgendwie so ein Hammer hin oder sowas, damit ich da rein kann. Warte, oh, verliert auch ein Medipack. Ne, hier bin ich falsch. Das kann nicht richtig sein. Aber ich gehe hier trotzdem mal lang. Boah, Junge, ey.
Junge, was? Was fällt denn ein, so ein Spiel zu programmieren? Also sterben gehen. So, speichere ich hier mal auf einen neuen Slot. Ja, wir wissen es. Hier ist auch noch was. Aber ich weiß gar nicht, was da drin ist. Es ist kein Geheimnis. So, okay. Nur ein Medipack und Munition für Schurfhunde. Ob da jetzt Fackeln dabei war, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber nicht. So, dann ist hier noch ein Speicherkristall. Also hier kann man schon vieles einsammeln. Hier sind noch Fackeln. So, da auf jeden Fall noch nicht. Aber hier speichere ich trotzdem nochmal. Also das ist so ein behindertes Level. Naja, wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Ne, hier muss ich nicht lang. Aber ich kann ja mal zeigen, wie die stirbt. Yay! Ja, so stirbt die halt, wenn die von einem Zug überrollt wird. Oder weggekickt wird. Nee, da muss ich irgendwie auch nicht lang. Also muss... Halt dich fest, Lara. Halt dich fest. Also nicht, was du da jetzt runterfällst. Das wäre natürlich... blöd im Moment, so. Ja, wenigstens packt die das. Jetzt weiß ich, glaube ich, wo lang. Ich muss ja noch in so ein komisches Labyrinth oder was es sein soll. So, ja. Gut, dann hier hin. Oh, wow, 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 ich muss gleich einen Schnitt machen. Ich mache hier einen Schnitt, also hier, Moment. Hier speichere ich auf den Slot dann. Ja, ich muss Schnitt machen. Ciao, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Ja, die paar Minuten da, vor hier, also so die ersten... so 8-9 Minuten oder so waren das. Ja, die hatte ich schon und die wollte ich nicht hochladen, weil es einfach zu wenig war. Ich dachte, ich mache jetzt einfach weiter und hänge das nachher später dran. So, ihr seht, ich bin schon da. Also hier ist der alte Speicherstand bei 104, der neue 195. Ich hatte irgendwie keinen Bock so lange zu warten, habe einfach ein bisschen weiter gespielt, aber auf andere Slots und so. Es hat sich hier nicht viel verändert. Ja, eigentlich gar nichts. Naja, okay. Starten wir mal weiter. Ja. So, hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Ich musste weg, weil meine Schwester hatte eigentlich Geburtstag, die wollte kommen. Aber da hatte ich es im Moment vergessen. So, okay, wo waren wir denn? So. Ah, okay, jetzt weiß ich wohin. Also ich habe hier ein bisschen weiter gemacht, also jetzt weiß ich ziemlich genau sogar, wo ich hin muss. Hier muss ich nämlich rein. Den Typ knallen wir jetzt sofort ab. Ja, dann drücken wir hier die Tür. Den Knopf, Entschuldigung. Den war fast voll, aber trotzdem nehme ich den jetzt mit. Okay.
Ich habe jetzt in meinen vorherigen Videos gesehen, bei mir ist, also wenn ich spiele, ist es ziemlich hell, das Level. Aber im Video ist es komischerweise irgendwie dunkel. Ja, und deswegen mache ich es jetzt einfach so. Öfters benutze ich jetzt die Fackel. So, okay, hier das Labyrinth kenne ich schon auswendig. Eigentlich ist es kein Labyrinth, sondern Knopf-Labyrinth, sage ich jetzt mal so. So, also hier rein, den Knopf. Umdrehen. Hier, hier, hier. Hier liegt noch ein bisschen kleines Medipack. Und da sind wir auch schon fertig. Dann machen wir hier. Hier liegt noch Ammunition. MP5. Ich mache jetzt mal Fackel an, weil könnt ihr besser sehen so. Okay. Ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, das ist nicht mein neues Headset, wie viele das jetzt glauben. Nee, es ist immer noch nicht mein Headset angekommen. Und ja, das habe ich jetzt einfach aus der Schule mitgenommen. Einfach mal so, ne? Schnell und heimlich. Aber okay, merkt ja keiner. Die haben eh genug davon, also ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber okay. So, hier ein sehr gut verstecktes Geheimnis. Zack. Und ihr seht einen Stern und noch ein bisschen MP5 Munition. Aber das könnt ihr jetzt schlecht sehen. Aber gut. Ja, ihr müsst einfach reinspringen oder reinlaufen, ist ja scheißegal. Also hier, das so, wo dieser Vorhang halt unten ist. Okay, hier einfach reinlaufen, das Ding. Ja, der Stern ist noch nicht das Secret, sondern der Stern, wow, der führt zum Secret.